Jo, hallo und herzlich willkommen mal wieder bei einer Aufnahme hier. Ein neues Tutorial. Da ist jetzt so eine große Nachfrage bei mir gab. Es gab echt hunderttausende Anfragen per PN, per Facebook, per Comments. Ich soll doch mal das Scoreboard erklären. Und dann dachte ich mir so einfach, ja, okay, mach das doch mal. Ist vielleicht auch mal nötig. So, vor allem, ich habe mir bei diesem Video wirklich Mühe gegeben, beziehungsweise werde mir jetzt Mühe geben mit den Cuts und dass es benutzerfreundlich ist und auch schön anzugucken ist. Ich habe mir hier eine Reihe von Cons aufgeschrieben und mein Notizzettel liegt neben mir. Also würde mich eine positive Bewertung freuen, wenn euch das Video gefällt. Also zuerst angucken und dann kann man bewerten. So. Als erstes gibt es Objectives. Objectives sind sozusagen die Variablen des Scoreboards. In Variablen kann man Werte abspeichern und Werte abrufen mit dem Test-for-Command, zu dem wir auch später noch kommen. Die Objectives leiten sozusagen das Scoreboard. Zum Beispiel, ich kann ein Objective, sag ich mal, Objective nennen und lasse dieses sozusagen entweder anzeigen per Display rechts am Bildschirm in der Tab-Liste. Oder halt unter dem Namen, das ich jetzt nicht zeigen kann, aber es ist so. So, oder man kann es im Hintergrund laufen lassen, um bestimmte Werte zu testen. Sag ich mal bei einer Quest. Die Quest, sag ich mal, besagt, sammelt 10 Schlüssel. So. Dann mache ich jetzt ein Scoreboard rechts daneben. Das sagt Schlüssel. Und ein Scoreboard, das ihr im Hintergrund laufen lasst, ist auch Schlüssel heißt. Weil ihr könnt keinen bestimmten Spieler nach einem Objective testen. Es gibt sogenannte Nearest Player, also der nächste Spieler, alle Spieler und ein Random Spieler. Sozusagen könnt ihr diese per Command Block anwählen. Und diese könnt ihr auch testen. Aber dazu kommen wir später. So, als erstes, wie erstelle ich ein Objective? Und das mache ich mit Scoreboard Objectives, Add und dann hier der Name des Objectives, also Objective. Habe ich jetzt einmal genannt, Dummy, und dann der Display-Name, wie er angezeigt werden soll. Also ich kann jetzt ein Objective Namen nennen, aber kann es als Objective in dem Scoreboard zum Beispiel anzeigen lassen. So, dann erstellen wir uns hier mal das Objective. Ich habe jetzt glaube ich Command Block Output False. Ups, Output False. True, muss ich ja machen. True. Und das ist hier in Objective bla 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 already exists. Aber das ist ja egal. So, besser der Command Scoreboard Objectives List. Hier werdet ihr sehen, das wird nur im Command Block angezeigt, leider. Deswegen muss ich das jetzt hier in der Command List machen. Dieser ist einfach nur da, um alle Objectives anzuzeigen, die ihr bereits habt. Bei mir ist jetzt Objective Displays as Objective, also ist der Display-Name and is Type Dummy. So, der Type. Zu dem kommen wir später. Moment. Ja, glaub schon. Ja, genau. Zu dem kommen wir gleich beim nächsten Common Look. So, das zeigt euch alle Objectives an, die ihr schon habt. Das ist ziemlich gut für die Übersicht, um zu gucken, ob ihr noch unnötige Objectives habt, die einfach Leistung ziehen. So. Jetzt wird es schon etwas komplizierter. Jetzt kommen wir zu den Scoreboard Objectives Add, den ich schon eben erklärt habe. Der Objective Name ist eigentlich nur der Name, mit dem ihr das Objective, also diese Variable, aufruft. Also bei mir heißt es jetzt Objective. Dann gibt es Dummy. Oh, da hat mein Handy vibriert. dann gibt es Dummy. Dummy könnt nur ihr, also der Administrator, sozusagen. Könnt ihr nur hoch und runter zählen und setzen. Dummy ist nicht beeinflussbar, außer per sozusagen Einfluss eines Menschen. Health, also Leben, das zeigt euch einfach an, wie viel Leben der Spieler. Zum Beispiel sage ich jetzt mal, ich nenne es Objective, dann sage ich Health und mache Dingsens, ja, sage ich mal als Display im Leben. Und dann zeigt es zum Beispiel, wenn ich volles Leben habe, 20 an. Wieso zeigt das 20 an? Weil Minecraft in halben Herzen zählt. Ihr habt 10 ganze Herzen und 20 halbe Herzen. Wenn ihr ein halbes Herz verliert, habt ihr noch 19 halbe Herzen, damit man eben keine Kommazahlen hat.
Sword Minecraft ist gelöst und Health zählt halt automatisch das Leben mit. Death Count, das zählt einfach die Tode eines Spielers. Also wenn ich jetzt sage Objective Death Count Tode, dann kann ich dieses Objective per Objective abrufen und wird angezeigt als Tode. Und jedes Mal, wenn man stirbt, zählt es einfach 1 hoch. So, Player Kill Count, das zählt hoch, wie oft man einen Spieler getötet hat. Das ist gut für PvP. Zum Beispiel sage ich jetzt mal, ihr braucht eine Killstreak von 10. Und dann lasse ich einfach ein Silent Objective im Hintergrund laufen. Also Silent heißt, man sieht es nicht. Alles für den Spieler. Und sage, es sitzt 1. Und wenn er dann direkt eine 2 macht, hat er eine 2 Killstreak. So. Dann können wir auch zu Total Kill Count. Das zählt einfach auch wie bei Player Kill Count die Player Kills und die Mob Kills. Also sage ich jetzt mal, Zombie, Skelett und so weiter. Und dann komplett Display Name. Wie schon erwähnt. So. Als nächstes haben wir Objectives Remove. Das ist, erklärt sich eigentlich fast von selber. Dahinter kommt natürlich der Objective Name. Das removed einfach das Objective, also den die Variable, sage ich jetzt einfach mal, die ihr hier anwählt, um unnötige Sachen zu löschen. So, kommen wir zu dem Display. Scoreboard Objectives Set Display. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Sidebar. Sidebar ist rechts daneben, also jetzt hier mit meiner Maus. Da wird es dann angezeigt, das zeige ich auch gleich nochmal. Below Name ist unterm Name. Also ganz simpel. List ist einfach nur in der Tabliste. Damit es neben dem Namen angezeigt wird. Objective Name ist dann einfach wieder der Objective Name, der angezeigt werden soll. Jetzt mache ich das mal für mein Objective. Scoreboard Objective Set Display. Ich sage einmal Sidebar. Da könnt ihr halt anwählen: Sidebar, Below Name oder List. Sidebar, dann nehme ich mal mein Objective. So, set the display objective in slot sidebar to object. So, jetzt muss ich mal kurz was hier machen. So, jetzt seht ihr Objective. Ich habe jetzt den Display-Namen auch Objective genannt. Da kann ich jetzt auch das Display nennen. Dann hat Dream sie da ein. Und für jedes Mal, wenn ich das hochzähle, dann wird es halt auch geändert. So, jetzt kommen wir zu den Players. Das, was ich jetzt hier gerade im Chat auch schon gemacht habe. Players sind auch ganz simpel. Das sind eigentlich drei grundlegende, sage ich mal, Commands, die ihr relativ verständlich schnell und lernt. Scout Player Set. Das habe ich jetzt hier unten verbunden. Set. Set ist das eigentlich das Praktischste, weil ihr zwischen Werten könnt, zwischen minus 10 und plus 5 Milliarden. Ihr könnt also sozusagen beliebig hochsetzen, ohne dass ihr erst 500 mal hochzählen müsste. So, Set Player Name habe ich jetzt hier hingeschrieben. Also zum Beispiel könnt ihr jetzt hier reinschreiben Dreamzy. Oder der nächste Spieler, @P, das steht auch hier. Use @P to target nearest player, also der nächste Spieler. Use @R to target random player, also ein zufälligen Spieler. Use @R to target all players. Also zum Beispiel kann ich jetzt Score Player Set @R mein Objective Name und dann der Value, also der Wert, wie hoch es gesetzt werden soll. Also sage ich mal @R, also alle Spieler anwählen, Objective Name, Objective Value, sage ich dann mal 10, dann kann ich direkt auf 10 setzen. So. Ich hoffe, das ist verständlich. Übrigens, ich beantworte jede Frage in den Comments, wirklich jede Frage. Ich versuche es hier so verständlich wie möglich zu erklären. Wenn ich jeden Comment dann noch ausführen würde und so, das würde dann einfach 3 Stunden gehen, das Tutorial, weil Scout ist echt was Komplexes. So, kommen wir zu dem Scout Place Remove. Das ist einfach wieder Player-Name, @P@R, kennt ihr schon, Objective-Name und dann der Value, der entfernt. Sag ich jetzt mal... 10, ich habe es vorher auf 50 gesetzt, jetzt entfernt hat 10, habe ich nur noch 40. Sozusagen Player Name oder @P@R, Objective Name, Objective Value ist einfach wieder eine Zahl. Score Place Reset. Warum habe ich denn jetzt Add gemacht? Moment. So, dann machen wir. Ach, Add habe ich komplett vergessen oder was? Ach nee, oh, ich habe einen Callblock übersprungen. Okay, Add ist einfach dasselbe. Wie hier nun mal halt der Star anstatt Remove Add steht und er zählt halt hoch. Und Scout Place Resetted. Reset.
Das ist ein ganz simpler Command, der resettet einfach einen bestimmten Wert. Also sozusagen habe ich jetzt Silent-Gruppe, sag ich mal, im Hintergrund Display laufen und jetzt noch Objective im Vordergrund und sage jetzt einfach slash score board players reset dreamsy. Und dann seht ihr jetzt rechts geht das Scoreboard weg, weil ich keine Werte mehr habe. Das setzt eigentlich alles automatisch auf 0. So, und dann Scored Players List. Players List. There are no tracked players in the scoreboard. So. So. Showing one tracked players on the scoreboard. Dann zeigt er dir an, wer alles im Scoreboard registriert ist. So. Das ist jetzt ziemlich viel Information. Stoppt einfach ab und zu mal. Denn, also ich habe relativ lange für Scoreboard gebraucht, um das zu lernen. Und ich versuche es einfach kompakt schnell hier durchzuhauen. So, Teams. Also das ist wirklich das mit Abstand geilste Feature. Und das mit Abstand schwerste leider. Ist Scoreboard Teams List. Das ist einfach wieder, um alle Teams anzuzeigen. Ich habe jetzt leider kein Beispiel-Team vorbereitet. Aber das zeigt euch dann einfach alle Teams an und alle Options, zu denen wir später kommen. So, Scoreboard Teams Add. Erklärt sich eigentlich auch schon selber. Das fügt einfach ein Team hinzu. Add Name. Upsala. Add Name. Das ist einfach der Name. Und Display Name. Also sozusagen über Objective, nur dass man hier nicht Dummy und sowas hinzufügen muss. Hier, Scoreboard Teams Remove. Ist einfach wieder ganz simpel. Einfach ein Name von dem Team. Und dann ist das Scoreboard-Team weg. Scoreboard-Teams empty ist einfach, wenn man sozusagen alle Teams einfach entleeren will. Sozusagen, ich habe jetzt drei in Team Rot, vier in Team Blau und dann mache ich Scoreboard-Teams empty und schon zack, sind alle weg. Dann kann sozusagen neue Teams zuordnen. Scoreboard-Teams join ist einfach das, der Teamname. Hier kann ich genauso gut eben Namen reinschreiben. Teams join zuerst der Teamname und dann der Spieler, also @p, @r oder ein bestimmter Spieler. Und ja, so joint ihr einem Team. Score Teams leave, Team Spieler. Ganz simpel, genauso wie das Teams join. Spieler ist auch wieder @p, @r, habe ich mir diesmal gespart. Faulheit for the win. So, dann kommen wir zu dem Abstand komplexesten. Also ich merke mir das bis heute nicht, wie in welche Reihenfolge und bla. Aber naja, ich gucke dann halt auch immer nach. Scoreboard Teams Option. Teamname, also der Name. Option, zu dem wir da hinten in den drei eingesetzten Command Blöcken kommen. Und der Value. Also sage ich mal bei Color zum Beispiel, da nehme ich jetzt mal eins vorweg. Rot. So. Kommen wir zuerst. Scoreboard Teams Option, dann der Teamname und dann Friendly Fire. Friendly Fire ist zum Beispiel, wenn ihr zusammen in einem Team seid, könnt ihr euch nicht gegenseitig bekämpfen. Das ist gut zum Beispiel für PvP-Maps, dass ihr zum Beispiel Teams zuordnet und der jeweilige Freund sozusagen keinen Schaden nimmt, wenn ihr einfach nur wild um euch schlagt. Und dann setzt ihr Value 1 oder 0. Wenn 0 ist, dann kann man sich bekämpfen, wenn 1 ist, dann nicht. Scoreboard Teams Option Team Teamname einfach wieder Color Value. So. Aber wie man die Colors angibt. Ich sag jetzt mal Team Color. Und jetzt könnt ihr hier alle mit Tab könnt ihr dann alle nachsehen. Sag ich mal Black, Dark Blue, Dark Green, Dark Aqua und so weiter. Dann könnt ihr halt die Farbe des Teams setzen, damit ihr auch zum Beispiel hier im Scoreboard farbig angezeigt werdet. Ist auch ziemlich cool gedacht. Scout Teams Option Team ist einfach wieder der Name. See Friendly Invisibles. Sozusagen, wenn ein Team-Member von euch unsichtbar ist, seht ihr den noch so ganz, ganz durchsichtig, aber ihr seht ihn noch. Value ist einfach wieder 1 oder 0. 0 ist, ihr seht ihn nicht. Und eins ist, ihr seht ihn noch so ein bisschen, aber nur im Team. So, das sind echt so die grundlegenden Sachen. Jetzt brauche ich mal hier was kleines Nettes auf. Das habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. Ich weiß auch nicht wieso. So, so. So. Jetzt sagen wir hier Test for @a.
Ihr könnt keinen spezifischen Spieler testen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt nicht sagen DreamZ. Sondern testen müsst ihr immer mit Edge A zum Beispiel oder P, Edge R, Score Unterstrich, dann der Objective-Name. Objective bei mir. Unterstrich Min oder Max ist gleich, sag ich es einmal, 3. So. Das heißt, mein Score muss mindestens 3 sein, damit aus diesem Comparator hier ein Signal kommt, das wir verwerten können. So, also wenn ich jetzt einen Score von 3 habe, geht diese Fackel aus. Mal sehen, ob es stimmt. Und zack, geht's aus. Wenn ich jetzt wieder auf 2 setzen würde, geht's wieder an. Sozusagen könnt ihr dann die Variable jederzeit aufrufen. So. Im Grundlegenden war es das schon mal. Ich denke mal, ich werde diese Reihe ein wenig fortführen und dann ein paar Tricks und Kniffe zeigen. Aber das sind so diese grundlegenden Commands. Übrigens, ihr könnt auch immer in der Command-Leiste einfach sowas eingeben, /Scoreboard. Dann könnt ihr euch langsam vorarbeiten. Zum Beispiel sage ich immer, ich gehe den Weg Players. Dann sagt er hier Set, Add, Remove, Reset, List. Das, was ich erklärt habe. Dann sage ich Set. Und dann sagt er euch genauso den Syntax wie ich auch. Set, Add, Player, Objective, Score. So, im Grundlegenden war es das auch schon. Meine Stimme ist tot, ich bin gerade aufgestanden, musste dieses Video vorbereiten, weil ich gestern krank war. Puh, okay. Also, wie gesagt, eine Bewertung würde mich echt freuen, weil... Also, es macht echt Mühe hier, so ein Video zu machen. Und es würde mich echt freuen, wenn es positiv ausgehen würde, aber wenn es euch nicht gefällt oder ihr positiv, negative Kritik habt, einfach in die Comments schreiben und mir vielleicht einen Daumen runter geben, was ich nicht so schön fände, aber ich meine, dafür ist die Funktion ja da. So. Ich beantworte jede Frage und sage mal, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Es klingt so abogeil, aber ist es einfach nicht, weil es einfach auch Mühe macht. Okay, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Tutorial.